Europas Schlösser. Sie gehören zu unserer Kultur wie zu unseren Landschaften. Auf den Spuren des europäischen Adels erkunden wir das Loire-Tal in Frankreich, das deutsche Baden-Württemberg, Südengland, das italienische Piemont und die Schlösser rund um Lissabon in Portugal. Der märchenhafte Palacio da Pena, königlicher Rückzugsort und Spielplatz aus abenteuerlichen Kindertagen. Die Salzfelder am Tejo, letzte Spuren einer untergehenden Tradition. Das weiße Gold war einst königlicher Sold. Der Klosterpalast von Mafra. Die Macht des Wissens wird hier noch gepflegt. Der Weg der Schlösser der Extremadura. Er führt uns heute vom Palacio de Pena, der Märchenburg im Sintra-Gebirge, über das Klosterschloss in Mafra bis zum Palacio de Queluz bei Lissabon.